Hallo. Hi, hören Sie mich jetzt besser, Herr Körber? Ja, jetzt ist besser geworden. Ausgezeichnet, Sehr super. gut. So, und zwar war meine Frage gewesen, ob Sie nur Strom oder auch Gas haben von Stadtwerke Husum? Beiden. Beide. Ja. Und was zahlen Sie jetzt aktuell im Monat nur für Strom? Bacala-Donut. Glaube, das sind 50 Euro. Kann das sein? 50 Euro. Ist das Wohnen Sie dann möglich? alleine oder zu zweit? Ne, mit zwei Kumpel. Also mit zwei Kumpeln, also insgesamt drei Personen. Ja, richtig. Zwei plus einen. Plus ein, okay, da Ja, schaue ich nochmal. ja. Da wurden Ihnen Müssen. auch 1800 Kilowatt in einem Jahr zur Verfügung gestellt von der Stadtwerke Husum für drei Personen, wo Sie jetzt monatlich für 50 Euro zahlen. Und was zahlen Sie dann aktuell an Gas bei drei Personen im Haushalt? Das weiß ich nicht, aber der Dimitri, der hat gesagt, das waren 7000 Stunden bei Jahr. Aber so viel hat ein Jahr gar Für Gas. nicht. Ja. Da schaue ich nochmal bei 7000 Kilowatt. Aber er hat ein Jahr 7000. überhaupt 7000 Stunden? Achso, das sind Kilowattstunden. Das sind, ich sag mal, nicht, die zählen nicht diese Stunden, sondern das dient für ihre Kilowatt. Also Also muss ich, die Gas, die in einem Jahr zur Verfügung stehen. also wir haben bei, ich habe das schon mal versucht auszurechnen, weil wir haben sechs Heizungen bei Wohnung. Muss man dann, also wenn ein, Ja. wenn alle Heizungen 1 Stunde laufen, sind es dann 6 Kilostunden, weil wir haben sechs Heizungen. Ja, 6 Kilostunden. Und wenn ich Nur jetzt, die. sieben Heizungen hätte, wäre das 7 Kilowatt. Genau, in Alles einer okay. Stunde. Also mal, und Genau. ist das auch so mit Delikt, mit Glühbirnen? Also bei Glühbirnen, also Strom ist ja nochmal ganz anders als wie Gas. Ne, Gas kann man jetzt mehr verbrauchen oder weniger verbrauchen. Und bei Strom ist es genauso, nur es wird nochmal anders abgerechnet bei Strom und Gas. Ach so, okay, weil wir haben dann, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist jetzt gut, mit einem Fachmann zu sprechen, weil das ist, ich bin gut mit Ja. Computer, aber nicht mit das Ding nicht verstehen. Ach so. Weil wir haben, Ach so, ich habe Sie das einmal, arbeiten. Bitte. ich bin in IT, ich habe das einmal aufschreiben. Wir haben Oh. 19 Glühbirnen und manche Ja, haben 19 Glühbirnen. 40 Watt und manche haben 60 Watt. Und wie muss man das rechnen? Das kann man da Verbrauchkontrolle machen. Können Sie mir sagen, Genau, das kann also ich das da aufschreiben? ist selbstverständlich. Ja, es ist das dann, Kurz mal also bitte. warte, ich habe jetzt Da. 9 Glühbirnen und 40 Watt. Muss ich das dann mal nehmen oder wie muss man das rechnen? Kurzen Moment, Herr Kor, da leite ich Sie gerne nochmal weiter an meinen Vorgesetzten, an die Frau Baum. Ja? Ja. Sie kennt sich noch besser aus. Kurzen Moment, bitte. Ja, vielen Dank. Hallo, grüßen Sie, Tamara Baum, mein Name. Ja, hallo, Schulinde. Es geht um die Glühbirnen. Hallo? Um die Glühbirnen? Ja, das ist, weil der Kollege gesagt, wir haben hoher Verbrauch und jetzt ist die Frage gewesen, wie kann man das Kontrolle machen für Berechnung? Wir suchen Ihnen direkt den günstigsten Anbieter raus. Ja, weil das ist ja, ich habe das einmal aufschreiben, der hatte mich gefragt, wie das Verbrauch ist. Wir haben dann bei Wohnung Controller machen. Ich habe 16 Glühbirnen. Und 9 sind mit Sie haben 60, 16 Glühbirnen. ja, und das eine sind 40 Watt und den anderen sind 60. Und jetzt ist ja halt den, wie sagt man das, den Problem, das weiß ich nicht, wie kann man das Kilowatt Ausrechnung machen? Hallo? Dafür müssen Sie in der Jahresrechnung schauen. Ach, das steht da drinnen. Ja, in der Jahresrechnung steht das drin. Ach so, ja, okay. Dann können Sie mir wieder die sehr nette junge Mann geben. Das ist sehr nette junge Mann. Ich soll junge Mann geben. Okay, ich gebe junge Mann. Vielen Sehr Dank. nett. Ja, Herr Kor, hier bin ich nochmal. Ja, hallo. Also den Kollegin Hi. hat gesagt, das mit den Glühbirnen, für den Umrechnung, das steht bei der Jahresrechnung mit drinnen, falls Sie mal wieder den Frage bekommen. Also jetzt in der Jahresabrechnung steht ja Ihr ganzer Verbrauch.
Ja, und die Kollegin hat gesagt, da kam, Und das ist den Chefin gewesen. meine Vorgesetzten, Vorgesetzte. Ja, das ist die Chefin gewesen. Die hat gesagt, das kann man das mit den Glühbirnen, das steht da drinnen, so das, wie kann man da Berechnung machen? Also die, ich meine, es wird ja jetzt nicht nur für Glühbirnen Ja, aber Strom berechnet. Sie haben ja auch. das ist ja meine Frage gewesen, weil das ist ja sehr viel, wenn man das, ich muss einmal den Taschenrechnung nehmen, weil das ist, warte mal. Nehmen Sie mal das. Also ich sag mal so, Sie haben ja jetzt nicht 7000 Kilowatt Strom zur Verfügung bekommen, sondern 7000 Kilowatt Gas. Ja, und wie kann man das 7000, umrechnen? Weil ich habe jetzt ja, 7000. gucke mal, wir haben 9 Glühbirnen, ja? Das ist dann mal 40. Dann sind es 360. Und wenn man das jetzt muss man jetzt mit Tage oder mit Stunde rechnen? Also muss ich jetzt Nur, mal. Herr Kor, vergessen Sie mal die Glühbirnen jetzt, ja? Packen Sie diese Glühbirnen irgendwo zur Seite, Ja, aber Ihr diese. Taschenrechner auch eben zur Seite. Ja. Lassen Sie mich ausreden, Herr Kor, Okay. ja? Sie Okay. haben 7000 Kilowatt nicht für Strom, sondern für Gas, Ja. ja? Und durch Gas leuchtet ja ihr nicht Glühbirnen, sondern über Strom, richtig? Ja, aber sie habe ja gesagt, das ist, wenn 6 Heizungen 1 Stunde laufen, dann sind es 6 Kilowatt. Das habe ich verstanden. Nein, eben nicht. Eben nicht. Eben nicht. Haben Sie einen Durchlauferhitzer? Ja. Im Bad oder im Bei Badezimmer und bei Kucke. Küchen auch. Ja. Okay. Das ist Und so, ist das so das, ein genau. Multiplikator? Nur wird das, läuft das bei Ihnen über Strom oder über Gas, der Durchlauferhitzer? Ich glaube, das hat damals, das ist mal kaputt gewesen. Da ist ein Elektriker gekommen für Reparatur machen. Ja. Hat er gesagt, da ist Leck für Strom oder Leck für Gas? Das war Mechaniker für Elektrik. Elektromechaniker. Ja, dann ist das bestimmt mit Strom gewesen. Weil der wird ja nicht bei Gassachen machen. Das kann der ja nicht machen. Nur, genau. Nur sein Durchlauferhitzer auf Zylinder. Was hat der bitte? Ein Zylinder. Und okay. Damit er auch rechnen kann, wie viel warme Wasser sie benutzt haben. Ja, und was hat jetzt das Wasser mit dem Strom zu tun? Dazu kommen wir jetzt. Der Ach so. Durchlauferhitzer läuft dann über Strom. Ja. Ja, wenn Sie warme Wasser benutzen, dann läuft das, kommt das auch bei Strom. Ja, Ja. dann, also, wie gesagt, nicht nur die Glühbirnen zählen für Strom, sondern auch Ihr Fernsehen, Ihr Kühlschrank. Haben Sie einen Gefrierschrank? Ja, das hat man mal bei Keller hinbringen. Achso, ist das ein großer oder ein kleiner? Das ist sehr groß und da habe ich mir so, weißt du, Sehr bei groß. Wochenende, das wollen wir nicht bei Haus raus, da habe ich mir Ja? Tiefkühlpizza und Döner Ach und so. das ist so für Ach, Notfall. Döner haben Sie auch. Ja, genau. Wie gesagt, das zählt ja auch alles mit Strom. Und wenn Sie jetzt eine Jahresabrechnung bekommen, dann steht da das auch alles drinne. Weil ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Tage oder wie viele Stunden Sie eine Glühbirne jetzt an einem Tag anhaben. Ja, und wenn ich das weiß, Ja? wie kann ich das dann ausrechnen? Also wenn ich jetzt mal sage, ich habe jetzt 7 Stunden laufen, wie muss man das dann machen? Ist das dann 40 mal 7? Ich schau mal jetzt eben. Das ist hier 40 Watt, dann muss ich das mal 7 rechnen. Und dann 40, genau. ist das dann der Tagesverbrauch geworden? 280. 280 Kilowatt. Ne? Ja, für einen Tag dann von den Glühbirnen. Aber das ist nicht für einen Tag, ja? Also Ja. es sind zwar 40 Watt Lampen, Ja. nur du weißt jetzt nicht, wie viel Kilowatt eine Lampe, Kilowatt die Stunde, an einem Tag verbrauchen. Ja, ich wollte das ja auch Es hat sehr zwar gerne 40 Watt, wissen, was das was bei sind. Jahr braucht. Sie bekommen ein Kilowattverbrauch für einen ganzen Jahr zur Verfügung. In Ja. dem Falle sind es bei Ihnen 1800 Kilowatt, ja? Okay. 1800 Kilowatt. Und diese 1800 Kilowatt zählt für Glühbirne, für Gefrierschrank, für Schrank, für Fernsehen, für Durchlauferhitzer, ja? Ja, Das ja. wird dann alles zusammengerechnet. Das wird dann Ja. alles zusammengerechnet. Okay. Ja? Und dann werden die am Ende des Jahres gucken, ah, okay, hat der Herr Kor 1800 Kilowatt verbraucht oder hat er weniger verbraucht?
Und dementsprechend wird dann auch alles nochmal berechnet. Okay. Und jetzt ist meine Frage an Sie, Herr Kor. Haben Sie von letztem, also Sie haben doch sicherlich von letztem Jahr noch eine Jahresabrechnung. Das haben wir bestimmt bekommen. Ja? Ja. Sind Sie mal so lieb und schauen mal eben nach, bitte. Ach so, Sie möchten das haben. Ja. Ja, warte mal. Muss mal gucken, wir haben so ein Regal, da haben wir das immer reinlegen. Ja? Wie ist das? Die habe ja, wenn man, ich bin jetzt bei Suchen, die habe bei uns das, das Waschmaschinen kaputt gegangen. Jetzt habe ich mal bei Internet gucken mit, wie nennt sich das, mit Energieeffizienting, mit das A plus und C plus. Und ist das große Unterschied, ob man C oder A nimmt? Also das ist ja nochmal, Sie wollen sich jetzt eine neue Waschmaschine kaufen? Ja. Und weißt du, das mit, das mit Zählleistung, das ist 200 Euro günstiger, aber das andere hat besser Rating. Genau, da, also schauen Sie dann da mal bei, weil ich habe auch eine neue Waschmaschine gekauft. Ja. Meine hat A++ und A mit Doppelplus verbraucht natürlich deutlich weniger Strom wie jetzt A oder B+. Ja, also ist das... alles nochmal, also vorher hatte man ja einfach nur eine Waschmaschine, da gab es... Früher gab es ja noch kein A+, B+, C+. Das ist richtig. Gab's ja nicht. Ja. Nur heutzutage ist es natürlich besser, als weil man dann auch wissen kann, okay, diese Waschmaschine hat A+, oder A++. Ja, richtig. Genau. Und also jetzt ist halt die Frage... A ist der Kategorie, wo Sie dann schon wissen müssen, okay, diese Waschmaschine verbraucht nicht zu viel Strom. Und wenn es ein Plus oder Plus Plus hat, dann wissen Sie, okay, diese Waschmaschine verbraucht nicht viel Strom. Okay, das ist gut, weil... dann ist also besser, lieber einmal ein teuer Gerät zu kaufen, als ein schlechter Gerät, was mehr Verbrauch macht. Abgesehen vom mehr Verbrauch, diese schlechte Gerät geht irgendwann wieder kaputt. Dann müssen Sie wieder neue kaufen oder reparieren. Und die Reparatur kostet auch Geld. Müssen Sie dann, weil ich habe mir das einmal aussuchen, dass Sie das mit aufschreiben, weil das muss man ja bei muss man bei Berechnungen, was wir verbrauchen, das muss man ja mit reinschreiben. Da können Sie dann, Herr Kor, einfach zum Mediamarkt oder irgendwo sonstiges hingehen und die berechnen das natürlich für Sie nochmal. Die fragen dann auch nochmal nach, wie oft Sie die Waschmaschine anschalten. Ja, aber ich habe mir das ja schon aussuchen müssen. Muss ich Ihnen das sagen, dass Sie bei Verbrauch mit rein... Weil das ist das ist 171 kWh. Das ist, möchten Sie das vielleicht aufschreiben? Das ist AEG Lavamat L684-70FL Waschmaschinen. A3x plus dahinter. Okay, nur die Waschmaschine. Ja, müssen Sie auch die Trockner haben? So liegt das Trockner haben Sie auch? Ja, müssen Sie das aufschreiben? Ja. Nein, danke schön. Also Trockner und so brauche ich ja jetzt nicht. Wir wollten ja jetzt nochmal in die Jahresabrechnung schauen, wie viel Kilowatt man Ihnen da zur Verfügung gestellt hat oder wie viel Sie verbraucht haben. Ja, ich habe das... Das ist der Waschmaschine? Ja, das sind 1.979 ist das gewesen. 1.979 Kilowatt ist es gewesen. Ja. So. Und dafür zahlen Sie jetzt aktuell die 50 Euro im Monat, ja? Ja, das ist richtig. Bei der Stadtwerke Husum, richtig? Ja. Genau. Und da schaue ich jetzt nochmal bei mir bei 1.979 Kilowatt die Stunde im Jahr. Ja, aber wir haben nochmal eine Rechnung bekommen, weil das ist, wir haben zu viel Verbrauch machen. Deswegen habe ich wegen der Glühbirnen fragen. Also nein, okay. Haben Sie eine Nachzahlung bekommen? Mussten Sie nachzahlen? Dazu komme ich jetzt. Ja, wir haben Rechnungen bekommen. Okay, wie hoch war die Rechnung? Nur 130 Euro. 130 Euro? Ja. Halt, weil Sie mehr Strom verbraucht haben. Aber das hat mit Glühbirne nichts zu tun. Okay. Herr Kor. Die Stadtwerke Husum hat Sie einfach zu wenig eingestuft am Anfang. Ja. Ja? Und weil Sie jetzt mehr Strom verbraucht haben, haben Sie diese Nachzahlung von 130 Euro bekommen. Das heißt, und deshalb zahlen Sie jetzt aktuell auch die 50 Euro. Was hatten Sie dann vorher bezahlt? Ich glaube, das ist 45 gewesen. 45? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ja,
Ja, das kann gut möglich sein. Und wenn wir jetzt, eine gute, und wenn Sie jetzt eine gute Einstufung machen, kann ich das dann wieder reinmachen? Einen Moment, ich sag da gute Frage. Darauf komme ich gleich wieder zurück. Ich schaue mal jetzt bei mir im Tarifrechner. Ja, bitte. So. Also weil Sie mehr Strom verbraucht haben, hatten Sie eine Nachzahlung bekommen. Ja. Ich habe jetzt nachgeschaut, bei 2000 Kilowattstunden. Ja. Einen Moment, 1000. So, ich biete Ihnen jetzt 2000 Kilowattstunden. Ja. Ja? Ja. Das sind... Hallo? Ja, ich bin noch da. Sehr gut. 2000 Kilowattstunden. Dafür zahlen Sie nur noch die bei 2000 Kilowattstunden. Ja. Yeah. Ne? Nur noch die 46 Euro. Und was habe ich also jetzt vorher? Was? 1500 ist es gewesen? Bei 1500 ist es gewesen am Anfang. Ja. Da hatten Sie 45 Euro gezahlt, richtig? Ja, richtig. Nur Sie haben Nachzahlung bekommen, weil Sie mehr Strom verbraucht haben von 130 Euro, richtig? Richtig. Genau. Und deshalb stufe ich Sie jetzt auf 2000 Kilowatt ein. Ja. Ja, auch wenn Sie jetzt mehr verbrauchen, sind Sie von der Nachzahlung nicht getroffen. Also Sie bekommen dann auch keine Nachzahlung. Sehr gut. Weil Sie auch 1979 Kilowatt verbraucht hatten. Ja. Und dafür zahlen Sie dann nur noch die 46 Euro. Also Sie sparen hier immer noch 4 Euro im Monat ein. Das ist sehr für gut. Mehr Strom. Und das ne? Und in einem Jahr sind das... Ja, bitte. Und in einem Jahr sind das 48 Euro, die Sie da für die, für 2000 Kilowatt sparen. Das ist also sehr Sie haben gut. Mehr Strom und Sie sparen noch Geld. Da kann ich und damit ich Ihnen die Unterlagen jetzt auch zuschicken kann, Herr Kor, damit Sie das alles nochmal schwarz auf weiß vor sich haben, mit der Preisgarantie zusammen, brauche ich einmal Ihre Zählernummer. Jetzt nehmen Sie doch mal die Jahresabrechnung nochmal in die Hand. Ja, und ist, wenn Sie das dann gemacht haben... Kann ich den Glühbirnen dann wieder reinmachen, ohne dass das wieder so teuer wird? Weil ich habe das jetzt alles rausgenommen vor zwei Wochen. Haben Sie rausgenommen? Ja, wo ist das Schreiben gekommen? Da habe ich das rausnehmen. Oh, okay. Also Sie haben ja jetzt hier 2000 Kilo, also Sie bekommen ja jetzt mehr Strom. Ja, das sind ja jetzt sind jetzt ja 20 mehr. Kann man dann die 17 Glühbirnen wieder reinmachen? Also es gibt ja auch Glühbirnen, Sparglühbirnen nennt sich das, ja? Okay. Gehen Sie mal in den Medienmarkt oder in einem Bauhaus, ja? Ja. Und wie heißt dann wie heißt es? Sparglühbirne. Kennen Sie von welcher Firma ist das? Das finden Sie im Baugeschäft, Bauhaus, so wie Medienmarkt oder Bauhausgeschäft. Ich werde mal bei Amazon kurz reingucken. Warte mal. Kostet 10 Euro, kostet ein Glühbirn. Das hat jetzt, das ist Halogen-Sparkerzen. Hat jetzt 42 Watt. Ist das zu viel für meine Vertrag? Ich schau mal jetzt eben bei mir nochmal. Oder soll ich mir 28 Watt nehmen? Aber das kostet genauso viel wie den 42. Was ist besser? Ja, nur schauen Sie mal. Es gibt auch 15 Watt Lampen. Ja. Ja. Nur, guck mal, ich habe jetzt hier etwas mal vor mir. Eine Energiesparlampe mit 15 Watt ist also etwa so hell wie eine 60 Watt Glühbirne. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Eine 15 Watt. Wenn Sie, schauen Sie mal nach 15 Watt Glühbirnen, ja? Ja, okay. 15 Watt Glühbirnen? Ja. Die leuchten so wie 60 Watt Glühbirnen. Okay, und das, ja? Jetzt nur steht, das frisst weniger Strom. Ja, jetzt steht hier, das hat 2900 Kelvin. Was hat das zu bedeuten? Nein, die 2900 Kelvin, das sind nochmal für die Elektriker, damit, das ist dieses Kelvin, das ist nochmal eine Fachsprache für die Elektriker. Ich dachte immer, das schreibt man ohne den L. Aber Kevin, ja. Nur diese 2000, was hatten Sie nochmal? 2900 war das oder 2600? 2900 Kevin.
Okay. Nur ich schauen Sie mal, bei einer. Ich schaue eben hier mit 100.000 Lumen. Ja. 100.000 Das ist Lumen, dein. das Laserstrahl. Steht da 1000, steht da 2900 Lumen. Oh mein Gott. Lumen. Aber schauen Sie mal, kommen wir mal auf Ihre alte Glühbirne wieder zurück. Ja, soll ich eine holen? Das sind natürlich. Müssen Sie jetzt nicht, müssen Sie jetzt Ja, nicht. warte mal kurz. Wenn Sie jetzt eine Glühbirne von 40 Watt haben. Also, warte, ich kann mit den Packungen alles aufheben. Das ist 35 Watt. Genau. 370 Lumen, waren weiß. Genau, 370 Lumen, ne? Ja. Und das ist, oh Gott, jetzt habe ich gerade drauf gucken. Das ist Energie D. Das ist ganz schlecht. DO, Oh mein Gott. deshalb frisst das auch. Ich Kann habe auch hier das. 2700 Kelvin, schaffen ein warmes Haus, warmes Weiß. Wie man entspricht, erläutert das Oh mein Gott. Umweltbund, Das habe ich das ganze Zeit, habe ich das, also da habe ich die falsche Glühbirne gekauft. das sind die Glühbirnen, die viel Strom. Mit denen sind sie Wenn Sie günstig nach gewesen. Glühbirnen schauen, ja? Ja. Ja, ob die günstig sind oder nicht. Können Sie das dann, können Sie da auch eine Lieferung machen, dass das den richtigen werden? Ich kann Ihnen das mitschreiben. Schauen Sie nach LED. LED. Ja, können Sie das bei LED. Rechnung mit draufschreiben für Strom? Kann man da Das liefern? kann ich mich hier so vermerken. Ja. Nur dafür braucht er jetzt einmal die Zählernummer, Herr Kerr. Schauen Sie mal nach der Zählernummer bei der Jahresabrechnung, ja? Ja, das ist 691. Ja? 2006. Ja? 230. Ja? 550. 550, das ist die Zählernummer, Das ist richtig? die Zählernummer, ja. Einen Moment jetzt einmal. Ja. Also Sie hatten da jetzt 40 Watt Glühbirnen, richtig? 40 Watt, ja. 0, 6, 2, 3, 0, 5, 5, 0 war jetzt die Zählernummer. Ist da ein Party bei Ihnen? Da kann man Pumpe hat einen Musik Pump. hören. Bitte? Ist da ein Party bei Ihnen? Ach so, nein. Kannst du Also Beatmusik mehr hören? oder wenig, mehr oder wenig. Da müssen Ja, Sie meine auch. Arbeitskolleginnen, Ja? die hat heute Geburtstag Oh mein Gott. und sie hat sich bei meiner Chefin auch gewünscht, Kann ich da einmal halt auch mal kurz Musik. Gratulation machen, bitte? Selbstverständlich. Ja? Dann rufe ich Sie mal kurz hier hin und Sie können Sie nochmal gratulieren. Ja. Das muss man machen. Das sind viel zu wenige Menschen, sind freundlich. Hallo? Ja, hallo. Hallo, Tamara Baum, mein Name. Bin wieder dran. Ja, ich habe gehört, Sie haben Geburtstag, junge Frau. Ja, ich habe Geburtstag Oh heute, mein Gott, ja. dann möchte ich Sie herzlichen Glückwunsch sagen. Danke sehr, danke Und dann sehr. müssen Sie arbeiten, das ist aber nicht in Ordnung. Wieso, wenn Sie Geburtstag haben, müssen Sie doch auch arbeiten, wenn es unter der Woche ist. Ich kann mir Nee. leider nicht frei nehmen. Ich mache es lieber morgen. Morgen ist ja wieder Samstag. Ja, richtig, dann einmal Hardcore-Party machen. Wir haben ja vorhin schon gesprochen. Jetzt hat der Kollege gesagt, ich soll Ja. das abgerechnet holen. Das habe ich jetzt gefunden, aber ich kann das nicht finden, weil sie haben ja gesagt, dass mit den Glühbirnen, das wird da drauf stehen. Aber ich kann das nicht finden. Das steht nur, was haben Da wir. steht nicht Glühbirne, da steht Stromzählernummer. Ja, aber ist doch mein Fragen gewesen. Wenn ich habe 9 Glühbirnen mit 40 Watt, wie kann ich das Berechnung machen? Da haben sie doch gesagt, das wird bei der Rechnung Ja, das steht drauf. in der Jahresrechnung drin. Und wenn Sie jetzt die Jahresrechnung in der Hand haben, ist auf der zweiten oder dritten Seite Ihre Zählernummer. Ja, aber ich wollte das ja mit den Glühbirnen wissen. Das hilft mir ja nicht Wie, weiter. was, ich kann Ihnen keine Auskünfte über Glühbirnen geben. Ich brauche Ihre Stromzählernummer. Das habe ich Das den steht dann auch Kollege. der Jahresverbrauch drin in der Rechnung. Ja, das habe ich den Kollegen gegeben und dachte, vielleicht kann der, aber der weiß, kann das auch nicht wissen. Der weiß das nicht. Was weiß er nicht? Wegen der Glühbirnen. Ja, wenn Sie jetzt
LED-Glühbirne haben, werden sie weniger verbrauchen. Aber wir lassen ja den Verbrauch gleich, damit sie dann am Ende des Jahres Geld zurückbekommen und nicht nachzahlen müssen. Nein, der hat den Verbrauch ja jetzt mehr, weil ich musste, weil ich habe das ja, wir haben eine Rechnung bekommen, weil zu viel Strom benutzen. Ja? Mhm. Da haben wir den Glühbirnen, habe ich das rausgenommen und jetzt wollte ich halt Strom, mehr Strom haben, das kann ich die Glühbirnen wieder reinmachen. Okay, mein Kollege gibt Ihnen mehr Strom, okay. Ja, und wie kann ich jetzt, ich musste ja vorher den Berechnung machen, nicht? Das muss mir wieder zu viel Geld geben. Sie können das nicht jetzt berechnen. Es kann ja sein, dass Sie mal einen Tag gar keinen Strom verbrauchen werden. Wir können das nur bei Ihnen circa eintragen. Ganz genau können wir das natürlich nicht machen. Ne, das möchte ich ja auch selber machen, weil das hat mir das mit Heizung, hat er mir das sehr gut erklären. Das habe ich mir aufschreiben. Weil da habe ich ja auch, das sage ich 7000, habe ich dabei Jahre nehmen. Und dann habe ich das, den Fragen, sag, also wenn ich jetzt, ich habe bei Wohnungen 6 Heizungen, bei die Zimmer zusammen. Wie gesagt, wenn ich jetzt den 6 Heizungen, wenn den 1 Stunde laufen, sind es zusammen 6 Kilowatt. Und da hat er gesagt, das ist richtig. Und das gleiche möchte ich jetzt gern für Glühbirnen machen. Für Glühbirnen? Ja. Das geht aber nicht. Wie sollen wir das dann mit Glühbirnen berechnen? Ja, wir haben das doch auch mit der Heizung machen. Der hat mir sehr geholfen. So, Sie haben ja jetzt die Stromzählernummer durchgegeben, ne? Ja, richtig. Okay, dann fehlt noch die Gaszählernummer. Ja, und was ist jetzt mit meinen Glühbirnen? Warten Sie mal kurz. Ja. Sie müssen mir nur einfach nur eine Formel sagen. Dann kann ich das hier selber machen. Wie, was für eine Formel wollen Sie denn von mir hören? Ja, das mit der Kilowattstundung. Wie kann man das berechnet machen? Hallo? Ja, warten Sie kurz. Okay. Ja, Moment bitte. Ja, ich halte soweit. Ich komme sofort. Ja. Herr Kors. Ja, hallo. Hallo, ich bin's nochmal. Ja, die Kollegin wollte gleich wiederkommen. Die wollte das bei Buch nachgucken. Genau, genau. Sie kommt, sie ist jetzt kurz weg. Sie kommt gleich wieder. Oh, das ist... In der Zwischenzeit können Sie mir einmal... Ja? Bitte. Ja, bitte. Ja. Hallo? In der Zwischenzeit, bis sie wiederkommt. Ja. 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 Ich sollte Ihnen noch... Ich habe jetzt noch einmal nebenbei bei den Glühbirnen gucken. Da steht drauf, dass die 2000 Stunden halten. Ist das wichtig für die Berechnung? Das ist ja für den ganzen Jahr. Das ist für die Berechnung egal. Ach so. Das ist ja so ein Lauf. Das ist ja Laufzeit für Glühbirne. Wie lange das? Das ist ist egal für den Rechnung, weil ich habe jetzt schon 7 Seiten vollschreiben. Ich habe langsam keinen Platz mehr. Und was ist mit? Das ist egal. Das ist nicht mehr schlimm. Okay, weil das steht auch. Da steht auch drauf, dass man den 8000 Mal an- und ausschalten kann. Muss man das dann bei, ist das wie bei, man sagt ja, wenn man mit Auto, da soll man den Motor laufen lassen, wenn man will nur kurz anhalten. Ist das bei Glühbirnen auch so, dass das Anschalten mehr Strom braucht, als wenn man das einfach laufen lassen? Ja, so etwas in der Art, so etwas in der Art. Nicht laufen lassen, sondern wie oft sie die... Ja, aber was... Ist ein Laufzeit für Glühbirne und ein Formel für Glühbirne ausrechnen gibt's auch nicht. Ja, aber den Kollegin wollte das, der Chefin, Entschuldigung, den wollte das holen. Die sagte, kommt wieder. Genau, und sie hat nochmal nachgeschaut und eine Formel für die Glühbirne Ausrechnung gibt's nicht. Aber sie hatte schon was, können Sie sie mir nochmal geben? Hallo? Ja, kurzen Moment, ich rufe sie mal eben. Ja. Vielen Dank. Herr Kohr? Ja, bitte. Haben Sie jetzt die Gaszählernummer? Ja, ich wollte, sie wollte doch mir das, das sagen. So eine Formel gibt's nicht. Und wie kann ich jetzt mein Strom-Calculation machen? Können Sie gar nicht, da müssen Sie ein Jahr abwarten.
Sie haben doch auch zu Hause einen Oh Kühlschrank mein Gott. und Elektrogeräte, die Sie auch mit benutzen. Wie sollen wir denn dafür eine Formel aufstellen? Ja, das wäre ja dann, Also sowas gibt's wenn nicht. wir das mit Glühbirnen fertig haben, hätte ich ja weitermachen mit Computer und mit Television. Das müssen wir ja alles Dafür ausrechnen. sind wir nicht da. Das können Sie bei Ihrem Grundversorger ausrechnen lassen. Dafür sind wir nicht da. Wir schauen für Sie nach dem günstigsten Strom- und Gaspreis. Ja, bei Stadtwerk habe ich schon angerufen, die immer auflegen. Für Calculation müssen Sie weiterhin bei der Stadtwerke anrufen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, aber Sie wollen doch Beratung machen und Wir Optimation. beraten Sie nach dem günstigsten Stromtarif, ja. Aber wir kalkulieren Ihren Jahresverbrauch nicht, weil Sie zu Hause 10.000 Geräte haben, die Strom fressen. Dafür Nee, gibt es auch keine Formel. das Das sind können Sie auch nicht kalkulieren. das sind 13. Soll ich Ihnen das durchsagen? Wir haben Herr Kohr, wollen Sie den günstigen Strom- und Gastarif nutzen, ja oder nein? ja, sobald ich weiß, ob das für meine Verbrauchung das optimal. Sie haben doch den Verbrauch von letztem Jahr. Und von letztem Jahr, der Vergleich ist doch bei Ihnen günstiger. Ja, aber wir haben ja so eine Rechnung bekommen. Das kann ich ja nicht wieder machen. Sie haben doch eine Jahresrechnung bekommen und im Gegensatz zu dieser ist der günstigste Stromanbieter ja bei Ihnen drin. Haben Sie doch gerade draußen. Ja, aber wir wollen das ja besser machen. Das ist, weil ich habe jetzt schon den Kollegen wegen Waschmaschinen fragen, der hat mir bessere Modelle gegeben. Wir werden das Herr Bestellung Kohr, machen. ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Haben Sie es Hallo? gut. Hallo? Auf Wiederhören. Hallo? Hallo, was soll das? Hallo? Wie, was soll das? Sie können nicht einfach auflegen. Wenn es nicht zum Thema passt, kann ich doch. Das Thema ist das Strom. Du musst doch das die Beratung haben. Ja, aber wir beraten Sie nach Ihrem jetzigen Verbrauch, Herr Kohr. Wir stellen keine Formeln auf und schauen auch nicht, wie viel Sie verbrauchen. Ja, aber. Sie sagen mir, was Sie verbrauchen. Ich suche Ihnen den günstigsten Strom- und Gasanbieter raus. Und das hat mein Kollege für Sie getan. Ja. Möchten Sie diesen Gas- und Stromanbieter, ja oder nein? Soll ich Ihnen meinen Verbrauch sagen? Hallo? Ja, sollen Sie. Ja, das sind, ich habe 19 Glühbirnen. Dann ist es, Das ist kein Verbrauch. Verbrauch wird in Kilowatt gemessen, Herr Kohr. Ja, also bei den Kühlschrank, der hat 216 kWh bei Jahr, steht Schönen da Tag drauf. noch, Herr Kohr. Auf Wiederhören. Tschüss. Und das ist geht weiter mit den Lavalamp. Oh mein Gott, halbe Stunde durchgehalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott.